Verschiedene Reifenhersteller haben unterschiedliche Ideen, wie sie ihre Produkte bezeichnen können. Manche sind ganz kreativ und finden Namen, die reimen sich auf anal und oral. Im letzten Video sind wir die Reifenbezeichnungen dieser Firma durchgegangen. Im heutigen Video kümmern wir uns um die Reifen der Ralf Bohle GmbH. Was bedeuten eigentlich all die kryptischen Zeichen, Wörter, Formeln, Zahlen auf der Schachtel und auf dem Reifen? Und wie können sie dir helfen, den richtigen Reifen für dich zu finden? Schon bei der Montage ist wichtig, dass man weiß, warum manche Sachen drauf sind. Hatten die Reifen, die wir im letzten Video besprochen haben, all ihre Beschriftungen auf der rechten, das heißt auf der Antriebsseite, konnte man sich bei den Reifen orientieren, wie der Reifen drauf sein muss, ohne dass man irgendeine Rotationsmarkierung sucht. Bei den Reifen von Schwalbe muss man nur schauen, dass die Gummimischungsmarkierung, dieser bunte Strich, auf der linken Seite ist. Die bunte Markierung, die Aufschluss gibt über die verwendete Gummimischung, ist in Fahrtrichtung immer links. Wenn ich mich daran halte, ist der Reifen immer richtig montiert. Ist der Strich auf der linken Seite in Fahrtrichtung gesehen, dann ist auch der Reifen richtig drauf und ich brauche irgendwelche Rotationsrichtungspfeile gar nicht erst zu suchen. Holt euch dabei was zum Trinken, ich bin gleich fertig. Eins gleich vorweg, Schwalbe schreibt alles, was man wissen muss und oder kann, direkt vorne drauf. Was sehen wir da jetzt? Also ich bin wenn wir genau hinschauen, wenn wir merken, einen ähnlichen Text haben wir schon mal gelesen. Richtig, auf der Schachtel. Also, Sie schreiben hinten noch die Adresse drauf, aber grundsätzlich alles, was man wissen muss, ist auf dem einen Sticker vorne an der Schachtel. Wenn man mal keine Schachtel mehr zur Hand hat oder der Reifen schon montiert ist und man trotzdem wissen will, was das so ein Reifen ist, steht quasi alles drauf. Es ist ein Reifen von Schwalbe, es ist eine softe Gummimischung, es ist eine Magic Mary, es ist die Super Trail Variante und es ist die Evo Version. Dazu muss man wissen, Evo steht für Evolution und es gibt auch Performance. Performance sind die Reifen, die meistens erst aus Rüstereifen sind, wenn man ein Fahrrad kauft, wo Schwalbereifen drauf sind. Performance-Reifen am Hinterrad machen durchaus Sinn und kann ich mir auch im Nachhinein dazu kaufen. Die kosten quasi nichts. Also teilweise werden die so billig hergeben, du kriegst auch Geld, was du dann nimmst. Also das, wenn man sagt, das war scheiße, ja dann kann man immer noch auf die, unter Anführungszeichen, richtigen, auf die Evolution-Modelle upgraden. Und dann in dem Fall Evolution Tubeless Ready Super Trail in Soft. Ne? Geht alles. Schwalbe ist da sehr vorbildlich, was die Bezeichnungen der Breite und des Durchmessers betrifft. Sie schreiben nicht nur drauf 29,26, sie schreiben auch drauf 6,22 und 65. Weil nicht jeder 2,6er ist bei jedem Hersteller wirklich 2,6 breit. Nicht jeder 2,5er ist so breit wie, also das ist herstellerabhängig, wie die ihr 2,5, 2,4 interpretieren. Die Millimeterangaben allerdings geben wirklich Aufschluss über die tatsächliche Breite des Reifens. Der Reifen ist 65 mm breit. Schwalbe schreibt das gleich direkt auf die Schachtel drauf. Insofern kann man, wenn man den Reifen im Shop kauft, schon vorher wissen, wie breit er ist, ohne dass man ihn überhaupt einmal aufpumpen muss auf seinen Reifen zu Hause. Felge zu Hause. Auf seiner Felge. Den Reifen pumpt man nicht auf dem Reifen auf, sondern auf der Felge. Die Bedruckung hier ist Silber, das ist nicht weiß. Ich weiß nicht, wie man das in der Kamera sieht, aber das ist eigentlich in echt silbrig. Ne? Passt zum Rest. Silbrig. Ne? So. Das ist eher unauffällig dezent. Also wenn man das will, dann ist es schön. Wenn man das nicht will, dann ist es nicht schön. Also das muss ich ja selber wissen. Willst du weitere Tipps zum Thema Reifen? Es gibt eine ganze Reifen-Playlist, die werde ich da unten in der Videobeschreibung verlinken. Da sind mittlerweile unzählige Videos. Tipps zum Profil, Tipps zur Karkasse, welcher Reifen überhaupt, welcher Reifen nicht, welcher Reifen vorne, welcher Reifen hin. Unzählige Reifen-Videos kannst du alle anschauen. Komplette Reifen-Playlist unten in der Videobeschreibung. Es gibt verschiedenste Hersteller, die haben für ihre Karkassen die maximalsten Bezeichnungen oder überhaupt kryptische Abkürzungen, die gar keiner mehr versteht. Bei Schwalbe hat man sich dazu durchgerungen, Wörter zu verwenden, die man vielleicht verstehen kann. Zum Beispiel ein Beispiel. Super Race. Wofür ist das geeignet? Vermutlich zum Rennen fahren. Richtig. Super Ground zum Beispiel. Ja, dass man am Grund um und um fährt. Also jetzt nicht unbedingt so, sondern Ground. Super Trail zum Beispiel. Richtig, wenn man auf Trails rumfährt, wo es schon ein bisschen Rumpel-die-Bumpel macht. Und Super Gravity zum Beispiel. Ja, richtig, wenn es einmal gravitationsmäßig bergab geht und nur mehr scheppert. Bei Schwalbe erkennt man am Namen schon, wofür der jeweilige Reifen gedacht ist. Von seiner Karkasse, von seiner Stabilität, vom ganzen Aufbau, vom Gewebe, das sich innen drinnen versteckt und dafür sorgt, dass der Reifen eben seine Aufgabe erfüllen kann. Compound steht auch drauf. Compound meint die Gummimischung. Da steht dabei Speed Grip, ne? Wie der Name schon sagt, Speed und Grip.
Richtig, das ist nicht die weichste Gullmischung, hat auch einen blauen Strich, blau wie blauer Blitz. Ne? Rollt gut, ist aber jetzt nicht super soft. Macht nichts, gerade am Hinterreifen will ich eh keinen soften Reifen haben, weil den da dreht ich eh nicht mehr und er vernudelt und verwurschtelt sich viel zu schnell. Es gibt dann, was gibt's denn dann noch? An Weichen. Ah ja, an Weichen Gummi gibt es auch. Der weiche Gummi heißt, wie heißt der weiche Gummi? Also bei anderen Herstellern haben wir die weichen Gummimischungen total abstruse Namen. Bei Schwalbe heißt die weiche Gummimischung soft. Und die ultra weiche Gummimischung, ultra soft. Richtig. Beim Thema Gummimischung geht Schwalbe einen Weg, der zusätzlich zu den Worten auch noch Farben ins Spiel bringt. Hier haben wir zum Beispiel einen orangen Fleck am Reifen, wo zusätzlich noch drauf steht. Was steht da drauf? Atix. Atix Soft steht da drauf. Orange ist soft. Wenn wir aufs Hinterrad schauen, sehen wir einen blauen Streifen. Blau ist Speedgrip. Wobei dasselbe gilt wie bei allen Herstellern am Hinterrad. Eher die härtere Gummimischung, in dem Fall Speedgrip. Solange es bei dir nicht auf hundertstel Sekunden ankommt bei irgendeinem Downhill-Weltcup, wirst du keine Supersoft, Ultrasoft-Reifen am Vorderrad brauchen und schon gar nicht am Hinterrad. Ich generiere auch mit Speedgrip ausreichend Grip, aber Speedgrip ist viel langlebiger und, nicht unwesentlich, rollt viel leichter, rollt viel besser. Am Vorderrad kann ich mir ruhig weiche Gummimischung draufgeben für den ultimativen Grip. Hinterrad ein bisschen fester. Und viel mehr muss man schon wieder nicht wissen. Speedgrip hinten, soft vorne, ultra soft nur, wenn ihr die Reifen geschenkt bekommt und ein gesponserter Rennfahrer seid, der im Downhill World Cup unterwegs ist. Sonst montiert sich kein vernünftiger Mensch an ultra soft Reifen, weil man den eh nicht braucht. Ja, vor schon die Feuerwehr, weil da irgendwer ein ultra soft montiert hat am Hinterrad. Da wird der Doktor neidisch bei so einem schönen Kapperl. Ah, wo sind wir stehen geblieben? Andere Hersteller schreiben drauf Tubeless Ready, Schwalbe schreibt drauf TLE. Theodor Ludwig Emil Schwalbe ist der Meinung, bei Ihnen ist Tubeless nicht fertig, sondern leicht. Ne? Also ur-easy, cheesy quasi. Ne? Es ist genauso easy oder nicht easy wie bei jedem anderen Reifen auch. Es ist ja eine Bezeichnung dafür, dass man den Reifen Tubeless verwenden kann. Man kann ihn selbstverständlich auch mit Schlauch verwenden, also mit Schlauch funktioniert der Reifen mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Als Beweis, dass man das Ding, Moment, man kann sich in die Reifen reingeben, was man will. Gar nichts. Ein Milch, einen gescheiten Schlauch, der wirklich was aushält. Einen leichten Schlauch, der super leicht ist. Wichtig ist, TLE heißt, man kann ihn mit Dichtmittel betreiben. Ah, wie Tiere. Du ist irgend so ein Anal-Oral-Reifen draußen gerade zerplatzt. Schwalbe ist eine Marke der Ralf Bohle GmbH und die Ralf Bohle GmbH ist sehr offen damit, wo sie ihre Reifen produziert. Made in Indonesien steht auch drauf. Richtig. Alle Schwalbe-Reifen werden in Indonesien produziert. Es ist weder was Verwerfliches noch was Schlechtes. Schwalbe hat noch nie in Deutschland Reifen produziert. Und aus der Firmengeschichte heraus macht Indonesien Sinn, weil von dort her hat die alte Ralf Bohle-Firma zum ersten Mal auch ihre Reifen nach Deutschland importiert. Die allermeisten Hersteller produzieren. Die meisten Hersteller produzieren ihre Reifen im asiatischen Raum. Das Schöne an Schwalbe ist, dass sie sehr offen damit umgehen und alles detailliert auch auf ihrer Webseite zum Nachlesen hinschreiben. Apropos Webseite, apropos Schwalbe, die Schwalbe-Webseite ist sehr vorbildlich und hilft auch dabei, den richtigen Reifen zu finden, den richtigen Luftdruck zu finden. Tipps zur Reifenmontage, Tipps zur Tubeless-Montage, Tipps zum Schlauch und Tipps zu allerlei anderem Zeug. Ihr wisst, was ich meine, also wie man Reifen montiert und der ganze restliche Schwipp, Schwapp, Schwupp, hätte ich fast gesagt. Also die Reifenmontage-Tipps und so weiter, die gelten natürlich auch für andere Hersteller, nicht nur für die Schwalbe. Auch das mit Luftdruck und so weiter. Schaut's mir vorbei, Link gibt's unten. Kein Kaufzwang, wie immer. Bleibt am Ende nur meine Frage. Für welchen Reifenhersteller soll man als nächstes so eine Bezeichnungs-, Beschreibungs-, Herstellungs-, Ritualisierungs-, Erklärungs-, Mathematisch-, Matrix? Welcher Hersteller wird wohl der nächste sein, dessen Beschriftungen wir entschlüsseln werden?